Krähennest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krähennest hier an einem wunderschönen Abend in Düsseldorf. Die Zuschauer können das im Hintergrund sehen. Ja, schön gezeigt. Ihr müsst also wirklich das Video gucken. Für die, die meinen Gast jetzt noch nicht sehen können, stelle ich noch mal ganz kurz vor. Ich bin Thorsten Sommer. Ich arbeite für die Piratenpartei in der Piratenfraktion im Landtag NRW als Abgeordneter. Ich habe ein Mandat hier errungen über die Liste. Und meine Arbeitsbereiche hier sind der Hauptausschuss, was unter anderem politische Bildung beinhaltet, und natürlich mein Lieblingsausschuss Arbeit, Gesundheit und Soziales. Ja, genau. Wir sind heute hier, weil im Landtag, heute war der Schweizer Botschafter da, dein Exzellenz in Guldimann. Da habe ich Thorsten gerade gesagt, wir können ganz kurz darüber sprechen, über eine andere Sache, die ich gehört habe. Und zwar geht es darum, dass wieder Gelder für eine Initiative gestrichen worden sind, und zwar Exit. Kannst du kurz sagen, was Exit ist und was es damit auf sich hat? Ja, Exit ist eine Initiative Geschichte auf Bundesebene, die es ermöglicht hat, Rechtsextremen aus der Szene auszusteigen, auch militanten Rechtsextremen aus der Szene auszusteigen. Das Ganze läuft jetzt 5-6 Jahre. Sehr erfolgreich, fast 500 Leute sind dadurch aus der Szene rausgekommen, mit einer sehr geringen Rückfallquote. Im Sternartikel waren zuletzt war die Rede von etwa 10 Leuten, die wo es keinen Erfolg hatte. Also ein wirklich sehr erfolgreiches Programm, was im Jahr roundabout 170.000 Euro kostet. Mit dem Doppelten hätte man natürlich noch mehr Erfolg. Leider soll jetzt dieses Programm eingestellt werden. Das ist überhaupt nicht das richtige Zeichen. Schon gar nicht im Vorfeld einer Bundestagswahl zu sagen, wir geben kein Geld auf Bundesebene mehr aus, um den Aussteigern da behilflich zu sein, wirklich ein neues Leben anzufangen, notfalls mit einer neuen Identität. Es gibt nun mal junge Leute, die den falschen Weg einschlagen, und wir brauchen da die Möglichkeit, dass die ihr Leben korrigieren können. Wir wollen die ja nicht für ewig verdammen und irgendwie wegsperren oder sowas. Auch den Leuten muss die Chance gegeben werden, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Die müssen feststellen, dass ein gesellschaftliches, demokratisches Miteinander das Ziel dieser Gesellschaft ist. Und nicht immer ein Gegeneinander und schon gar nicht durch Hass und Vorurteile geprägt. Das ist nicht Ziel dieser Gesellschaft. So können wir das nicht leben. Und Exit ist ein hervorragendes Programm, um halt Leuten den Ausstieg zu ermöglichen. Und dass hier jetzt gerade Gelder gestrichen werden, das zeigt auf Bundesebene schon ein wirklich sehr trauriges Bild von dieser schwarz-gelben Koalition. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, es geht da um Jahresbudgets um die 170.000 Euro. Das sollte uns unsere Demokratie schon wert sein. Und das ist viel zu wenig, was da von Schwarz-Gelb kommt. Das geht so nicht. Und das dann zu versuchen, noch ins Land zu schieben, also in die Bundesländer, funktioniert überhaupt nicht. Das Exit-Programm funktioniert auf Bundesebene. Das muss einfach weitergeführt werden. Und der Herr Wagner, der das da führt, geht jetzt gerade quasi wie mit dem Klingelbeutel durch die bundesweite Politik und versucht, Geld zusammenzukriegen. Das funktioniert nicht. Das muss von staatlicher Seite gefördert werden, ohne dass man da den Bückling machen muss als Leiter dieses Programms. Ja, hat es jetzt gerade 2-3 Mal, das ist Bundesebene. Wie sieht das denn hier auf Landesebene aus? Könnt ihr da helfen? Habt ihr hier schon auf Landesebene was gemacht? Auf Landesebene gibt es nicht das Gleiche, sondern es gibt hier halt, weil es dieses Exit-Programm auf Bundesebene gab, gibt es hier ein Programm, um Opfer rechtsextremer Gewalt zu helfen. Quasi so eine Art Arbeitsteilung. Das nennt sich Backup. Und das Budget ist auch nicht ganz ohne unsere Schuld in 2013 für diese Opferberatung ist aufgestockt worden um über 500.000 Euro. Und schon im Haushalt 2013 mit drin, wird auch höchstwahrscheinlich verabschiedet werden. Die dritte Lesung steht bevor des Haushaltes. Das Land kommt seinen Verpflichtungen an der Stelle schon ganz gut nach, rechtsextreme Gewalt zu bekämpfen und halt auch den Opfern zu helfen. An der Stelle ist jetzt wirklich mal der Bund gefragt. Und das ist ein Programm, das muss man einfach weiterführen, dieses Exit-Programm. Mit dem Erfolgsfaktor,
Das darf man auch nicht dem Verfassungsschutz überlassen. Wenn man sich überlegt, der Verfassungsschutz und extreme Gruppierungen stehen sich grundsätzlich als Feindbild gegenüber. Wenn jetzt jemand wirklich aus der einen Feindbildseite aussteigen möchte, dann geht er ja nicht zur nächsten Feindbildseite, zur gegenüberstehenden und sagt, hey, ich will das nicht mehr, sondern da muss man schon einen neutralen Dritten haben, der das Ganze betreut. Der Verfassungsschutz kann meiner Meinung nach diese Aufgabe auf keinen Fall vernünftig übernehmen. Ich glaube auch, dass der Verfassungsschutz an der Stelle in der Zwickmühle ist, weil er doch noch immer darauf getrimmt ist, Erkenntnisse aus diesen extremen Szenen zu ziehen und wo ist dann das Interesse des Verfassungsschutzes, Leute aus dieser Szene rauszuholen, wenn sie auch super als Informanten gemolken werden können? Das macht keinen Sinn, da gibt es Interessenüberschneidungen. Wir brauchen da eine neutrale dritte Stelle und mit dem Exit-Programm haben wir die und müssen die auch in Zukunft noch haben. Ja, genau, so habe ich das auch mitbekommen. Wer jetzt aus der Szene zum Verfassungsschutz geht, gilt als Verräter. Wer zu Exit geht, der sagt ganz klar, ich verrate euch nicht, aber ich will aussteigen. Und das ist wohl auch in Grenzen akzeptiert. Also zumindest habe ich so gehört. Ich weiß nicht, ob du was zu sagen kannst. Ja, ob das da es sicherlich mehr akzeptiert, als direkt zum Verfassungsschutz zu laufen, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ist auch einfach menschlich nachvollziehbar. Mhm. Dann einfach zu sagen, nee, ich mache hier einen neutralen Cut, ich mache vielleicht auch einfach mal gar nichts mehr mit Politik, weder normal noch extrem. Und ich versuche jetzt erstmal mein Leben auf die Reihe zu bekommen. Wir haben ja bei diesen rechten Schlägern oft die Problematik, dass da auch Kriminalität direkt mit reinspielt. Es geht ja da, die Politik in Anführungsstrichen, die Extreme, ist ja vielfach nur eine Begleiterscheinung. Denen geht es ja einfach darum, um Macht auszuleben, um Gewalt auszuleben. Da muss man halt soziologisch antworten. Diese Eingliederung und dieses Ausstiegsprogramm ist da wirklich vorbildhaft. Und da ist mal eine Lösung gefunden worden, auch auf Bundesebene, eine Lösung, die funktioniert, auch in unserer Gesellschaft. Wenn ich mir überlege, 487 Aussteiger seit Anfang des Programms und nur angeblich 10 Leute, die wieder zurückgefallen sind. Meine Güte, wie besser müssen die Zahlen sein? Ja gut, ich denke, es ist jetzt klar geworden. Ich hoffe, dass Hexe nicht stehen wird. Nein. Und ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, heute Abend noch schnell kurz ein Statement aufzunehmen. Um unserer Demokratie da auf die Sprünge zu helfen, habe ich immer Zeit. Das ist dafür habt ihr mich hier hingewählt und das mache ich gerne. Und ich hoffe, dass wir es noch ein paar Jahre machen können. Und ich hoffe auch, dass dieses Exit-Programm wirklich erhalten bleibt. Dankeschön. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.